Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge War Thunder. Wir spielen auf Serst 13, wie ihr gerade seht. Ja, ihr kennt meine Taktik ja diesbezüglich. Also würde ich mal sagen, starten wir mal bei Punkt A hier unten und nehmen wir den Panzer 38 T-Mark mit rein. So, dann mal los. Cody bereit. Finde ich ja cool, dass sie das jetzt mit reingenommen haben. Erinnert mich irgendwie an World of Tanks. So, ja, lass uns mal schauen, was wir hier so anrichten können. Ihr seht schon, wir haben auch unsere Anordnung an Tarnbüschen ein bisschen geändert, dass sie vielleicht auch ein bisschen von der Seite schlechter zu erkennen sind, wenn wir im Wald unterwegs sind. Oder so leicht angeschrägt sind, besser gesagt. So, dann schauen wir mal. So. Ja, wir fahren ja schon schneller. Mensch. Oh, 31. Wollte gerade sagen, also das war ein bisschen langsam, sonst. Gut, dass wir den jetzt so aufgespeedet haben. Der neue Motor haut schon eigentlich ganz gut rein. Ich weiß noch früher, da war, kam er ja nicht so wirklich aus. Oh, da ist gerade einer drauf gegangen. Aha, guck mal, da haben wir schon die ersten, da helfen wir dem hier mal. Unser Panzer 2. Langsam. Langsam. Okay, da hinten ist er. Sehr schön. Wunderbar. Oh, da hinten ist es zu. Ah, Treffer. Ah, fuck. Aha, dann auf der Seite ist auch noch einer. Wo ist denn der? Ich sehe den nicht. Okay, vielleicht kriegen wir die Suya von der Seite irgendwie raus. Die konzentriert sich bestimmt gleich auf den Panzer 2. Nein, die sollen genutzt uns. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ja. Mist. Also das volle Kanöle erwischt. Mist. Okay. Dann nehmen wir mal das Sonderkraftfahrzeug. Mein Lieblingsauto. Ich liebe dieses Fahrzeug. Ja, aber ist hier immer noch nicht unter Kontrolle. Aber gut. Dann müssen wir gleich, die Zug können wir ja mit der 75er ja locker durchdringen eigentlich. Ausgezeichnet. Ah, da kommt unser Panzer 2, der braucht da wahrscheinlich Hilfe. Komm schon schneller dahin. Ja, der braucht da dringend Hilfe. Da, oh, da kommt die Zug schon, komm. Wir hauen ihn da mal raus. Tschüss. Sehr schön. Der hat sich auch noch bedankt dafür. Cool. Ja, noch greifen wir den Punkt nicht an. Noch müssen wir uns da um den Kollegen kümmern, der da an der Seite steht. Sehr schön, dass der Panzer 2 da so lange durchgehalten hat. Dass wir den jetzt wieder retten konnten. Gefällt mir. So. Zeugt von Überlebensfähigkeit, würde ich mal sagen. So. Dann schauen wir mal. Da hinten ist was. Okay, den hat er schon. Schade. Na, von wo kommt er? Von da oben, okay, können wir sowieso nicht abschießen. Gut, dann fahren wir mal zum Panzer 2C da hinten hin. Und schön auf den Wald aufpassen. Das kann sehr schnell gehen.
Ja, wir fahren aber erstmal hier in den Wald rein. Das ist viel besser. Können wir den Gegner von der Seite überraschen. Wenn es gut läuft. Ihr seht ja nicht sonderlich groß. Aber auch nicht sonderlich gut gepanzert. Aber naja. Oh, da kommt was. Ah ja. Ah, da ist er ja. Guten Morgen, Kollege. Wunderbar. Ohne zu verfehlen. Na, das sieht doch gut aus. So. Da sehen wir mal zu. Gucken wir uns hier erstmal gründlich um. Nicht, dass hier noch einer. Okay, Kollegin, denkt ein. Flugzeug sieht mich nicht, das ist gut. Dann regeln wir hier hinten schon mal ab. Wir fahren nicht in den Spawn rein, wir regeln nur den Spawn ab. Damit uns da keiner von der Seite anpinkeln kann. Oh, da hinten kommt was. Wir fahren nicht direkt in den Spawn rein, das gehört sich nicht. Oh, BT. Hi. Sehr schön. Okay. Ist ja gut, Motor. Muss ja nicht so hochdrehen, Mensch. Okay. Hinten ist einer gestorben. Dann fahren wir da gleich mal hin. Ja, der Punkt wird eingenommen. Aber ich warte noch einen kurzen Moment. Nicht, dass hier in dem Moment, wo ich umdrehe, einer kommt. Aber scheint jetzt soweit klar zu sein, alles. Sehr schön. Dann fahren wir da mal hin. So, sollte ja denn da einnehmen? Okay, dann nicht. Dann ist er da wahrscheinlich nur durchgefahren, schnell. Dann behalten wir das hier im Auge. Fahren wir hier wieder auf die Position. Ich weiß, es ist schon ein bisschen fies, aber naja. Da hinten kommt auch was. Ja, da höre ich was. Da kommt. Ist es französischer Panzer? Ich glaube ja. Hallöchen. So. Wieder ohne zu verfehlen. Also ja, jetzt ist da von hinten einer drin. So, den nehmen wir jetzt mal hops. Da fahren wir doch jetzt mal hin. Ah ja, ich wollte den gerade abschießen. Stiehlt er mir einfach so den Kill. Aber gut, okay. Dann nehmen wir es jetzt halt wieder ein. Und dann sollte die Sache auch schon erledigt sein. So. Okay, da kommen auch schon Teammates, zwei Stück. Was ziehen wir uns hier genau hinterm Zaun hin? Und sind wir nicht so schnell gesehen. Wir sind ja. Oh, vielleicht leicht höher. Da kommt auf jeden Fall was. Von vorne. So, dann stehen wir schon mal richtig. Dann warten wir, bis das eingenommen ist und dann rücken wir vor. Sehr schön. Da ist er. Hallöchen! Ah. Sehr schön, wieder ohne zu verfehlen. Ja, es läuft doch hier wunderbar. Meine Güte. So eine gute Runde hatte ich lange hier unten, nicht mehr. So. Gehen wir hier auf unseren Posten wieder.
Und dann schauen wir mal. Warten wir hier mal ab. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendeiner sonderlich groß spawnen tut. Oh, Zweiter sind wir. Mit 6 Kills. Na, das sieht doch nicht schlecht aus. So. Sind wahrscheinlich nicht mehr viele Gegner übrig. Die spawnen alle da drüben. Auf der anderen Seite wahrscheinlich. Hier nicht mehr. Und wahrscheinlich noch 2, 3 in den Flugzeugen oben. Na ja. Da kommt Verstärkung ran. Okay. Na komm. Fahren wir gleich in den Feind in den Spawn rein und dann gucken wir mal, was da noch so rumsteht. Sollte ja eigentlich keiner mehr rumstehen. Guck, da oben schon Gegner im Flieger noch. Also nicht mehr viele Gegner. So, dann gucken wir mal nach dem Spawn. Wenn nicht, dann können wir uns ja auf der anderen Seite ein bisschen konzentrieren darauf, wieder alle fertig zu machen. Schön wäre es, wenn wir da noch einen erwischen. Ja, ich weiß, dass ich im Aufklärungsbereich bin. Haben sie aber auch neu gemacht, dass sie da jetzt so eine Warnung haben. Dachte, habe ich gerade was gehört. Dass da gerade einer gespawnt ist. Na gut. Ah, da hinten habe ich doch was gesehen. Na komm. Den nehmen wir nochmal mit. Der tut ja sowieso nichts mehr. Ja. So, alles klar. So, sehr schön. Match ist vorbei. Ach übrigens, Freunde, heute Abend wird es keinen Livestream geben. Dafür kommt morgen eine Folge War Thunder nochmal. Ne? Wir hören uns dann auf jeden Fall Sonntag aber, ne? So, und damit würde ich sagen, bis morgen, reingehauen. Ciao, ciao.